So, liebe Freunde, wo sind wir hier? Wir sind hier wieder in Meuselwitz. Es gibt eine Ausstellung, ja, Modellbahnausstellung, Fahrzeugausstellung ist ja hier quasi immer, ja, zumindest wenn geöffnet ist, haben wir hier so diverse Fahrzeuge und wir bauen jetzt gerade Ausstellung auf und da schauen wir jetzt mal hier in die Halle, was wir da alles so Schönes sehen. Ja, er bewegt sich schon was und lärmt. So, und hier haben wir etwas, das könnte man auf den ersten Blick für MacLean halten. Ist es aber nicht. Das ist das englische MacLean von Louis Duplo. Wunderbar. In 1 zu 76, sprich 00. H0 ist ja 1 zu 87. Das heißt etwas größer als MacLean. Und das ist auch schon ein bisschen älter. Ne? Es hat angefangen 1938 und aufgehört 1964. Wunderbar. Ich bedanke mich. Bitte. So, dann haben wir hier meinen Nachbarstand, mehrere Anlagen in TT und N. Und quasi die klassischen Heimanlagen. Ja, und dann haben wir hier meinen Stand auf der Ausstellung mit einem grünen Wachstuch. Ja. Dann haben wir hier die Kollegen aus Taucher von den Taucher Modellbahnfreunden. Dieses Bild kenne ich sehr gut von Fremo. Da haben wir ja auch solche ähnlichen Module. Und da braucht es dann auch viele Hände, um die dann auszurichten. Ja, also hier muss dann auch immer mal geguckt werden, dass es dann auch vernünftig in die Halle passt. Ja, da haben sie fleißig Module gebaut, da kann man nicht meckern. Das ist übrigens TT, was sie hier als Module gebaut haben. Tja, hier haben wir Dioramen, die waren das letzte Mal schon da. Dann haben wir hier noch einmal TT-Module, das haben wir auch das letzte Mal schon gesehen, bei der letzten Ausstellung. Da gibt es also hier eine Anlage, eine sehr schöne, die auch beim letzten Mal schon da war. Ich bilde mir sogar ein, dass sie beim ersten Mal schon da war, das weiß ich jetzt nicht so richtig. Ja, und da sind eben auch nach und nach Module entstanden. Dann haben wir hier den Kollegen mit seinem Papiermodell, der war auch schon mal bei einer Ausstellung neben mir, also bei der ersten. Und dann haben wir hier den Herrn Broschwitz, der hier gerade seinen Stand aufbaut. Also richtig gewaltig, was er hier aufgefahren hat an Tischen. Also ich überlege ja auch, ob ich mir noch den einen oder anderen Tisch dazu hole. Also ich hatte eigentlich noch Platz im Auto, also das war nicht voll. Und dann haben wir hier gerade noch eine, ich weiß nicht, Spur 1 oder Spur 0. Ich sehe es jetzt im Video nicht mehr. Und hier eine Modulanlage in H0. Vorne hinten ein Wendekreis und naja, doch einen recht stattlichen Bahnhof. Hier gibt es sogar noch einen Abzweig. Das sieht allerdings eher so aus wie so ein Werksanschluss mit dem Zahn ringsrum. Und dann haben wir hier noch eine Gartenbahn, also Spur 2M.
Und die Versorgung war diesmal etwas bescheidener und in der Halle, auch weil sie uns irgendwie zu wenig Bänke geliefert hatten. Tische waren komplett alle, es waren nur noch ein paar Bänke übrig. Ja, irgendwie ist da was schiefgegangen. Ja, dann haben wir hier wieder den Kollegen mit seinem englischen Thema. Da sind wir viel zu schnell vorbeigerannt gerade. Und hier nochmal Spur S mit einer gewaltigen Fahrzeugausstellung. Ja, und hier nochmal mein Stand. Hier ist inzwischen dann aufgebaut worden, also hinter mir. Die Kollegen haben dann aufgebaut. Hier so eine kleine Halloween-Anlage. Na, es ist ja im Oktober, Halloween ist ja bald. Das ist ein viel Verkehrsstand. Ich bin ja auch ein bisschen was von meinem Zeug losgeworden, allerdings eben nur die Highlights, sozusagen alles, was so eher so ein preiswertes Angebot war. Das ist alles liegen geblieben. Das heißt also, wir haben das nächste Mal wieder exakt das gleiche. Aber immerhin habe ich 50 Euro eingenommen, das ist ja auch mal nicht schlecht. Ja, hier stand noch ein Trabi, der war, ist auch so kurz vor der Öffnung noch reingefahren. Hatte ein bisschen ein Problem, dann hatten sie irgendwie den Tankdeckel gemäßt. Das ist also so ein 1-1er Trabi, wo also vier Taktmotor drin ist. Ja, sehr schade, dass das hier so passiert ist. Der ist dann auch, hat sich dann auch wieder entfernt aus der Ausstellung, war am Sonntag, so wie ich das gesehen habe, nicht mehr da. Ja, es hat jetzt das Problem, den Tankdeckel wieder zu kriegen. Ja, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ja, hier nochmal die Kollegen als Taucher mit ihren TT-Modulen. Ja, das war schon nicht schlecht. So ein bisschen eine Bahnhofssteuerung, wenn ich das jetzt richtig sehe, auf dem Tablet. Und dann haben wir ja schon fahrende Züge. Ja, ist jetzt im Film natürlich immer schwer, ne? Also wenn ich da links und rechts die Glasscheiben habe, das ist natürlich richtig, damit da die Kinderhände nicht direkt auf die Anlage können. Manchmal sind es auch die Erwachsenen. Ja, das ist die Anlage mir gegenüber von meinem Stand. Hier ist also auch eine kleine Wasserszene, ja, mit Hafen in TT. Dann haben wir ein sehr wunderliches Fahrzeug, was hier angeschoben werden muss. Das ist allerdings auf einer anderen TT-Anlage. Das hatte ich noch nie gesehen. Also das hat natürlich kein Vorbild. Das war eher so eine Art Gag. Ja, also das war wahrscheinlich die Tillisch-Antwort aufs Märklinschwein. Ja, irgendwie so in der Richtung wird das gewesen sein. Ja, dann haben wir hier noch eine tschechische Lok, würde ich mal sagen. Was das ist, keine Ahnung. Aber zumindest schon mal ein schönes. Dann sind wir hier beim Herrn Proschwitz mit seinen vielen, vielen kleinen Anlagen. Ja, das ist auch so ein bisschen eine andere Modellbahnkultur, als ich sie pflege. Soll jetzt auch keine Wertung sein, das ist alles sehr süß und schön. Ich könnte das so, ja, das ist nicht meins. Ist auch so, vielleicht auch ein bisschen mehr auf Ausstellung getrimmt, als das, was ich so treibe. Ja, das ist aber nett gemacht, kann man nicht meckern. Dann haben wir hier nochmal meinen britischen Nachbarn im Programm. Ja, was soll ich sagen, auch das ist natürlich eine andere Modellbahnkultur und auch jetzt nicht unbedingt meine, aber ist natürlich schon beeindruckend. Die Fahrzeuge sind alle älter als ich. Na, auch die
Firma hat ja in meinem Geburtsjahr quasi die Produktion eingestellt für dieses System und hat sich dann irgendwas anderem zugewandt. Hornby gibt es ja heute immer. So, hier weiß ich nicht so recht, Spur 0 oder Spur S, aber ich denke mal eher Spur 0. Also da verlässt mich so ein bisschen meine Erinnerung jetzt. Passt du von der Zeit her, hier haben wir jetzt Spur S, passt du von der Zeit her Ja, das ist ein auch Spur in S. das, was wir gerade gesehen Das ist ein hatten? Spur S. Das Na, ist mit richtig. Hornby Duplo. Auch Das das ist alles ja hier eher hier was der heute oder 50er Jahre. Weiß nicht, Seins? wann die Spur S eingestellt wurde, das müsste ich jetzt auch was Ach so, googeln. das ist der Fachmann. Ja. Gut, Aber dann ist gewesen. Ach so, hier es steht ist es. lange her. Gut, das hatte ich gar nicht gesehen, dass hier Und auch es ist noch. nicht nur DDR-Material, wir sehen ja hier auch diese Amerikanisches riesenlangen Material steht. US, den riesenlangen US-Zug, der dann auch irgendwann mal gefahren ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier mit auf dem Video habe. Ja, also das, da ist er. Ja, also es gab da noch mehr Hersteller, aber trotzdem ist die Spur eben heute eher was Nostalgisches. Denke ich zumindest mal. Vielleicht werde ich dann auch hier das Bessere belehrt, dass der Ami-Zug hier gerade brandneu ist. Keine Ahnung, was ist das? Also ich erwarte da alles. Ja, dann haben wir hier wieder den Kollegen, den wir die letzten beiden Male schon dabei hatten, der also auch hier nach dem englischen Thema fährt. Der war hier im Moment leider nicht an seinem Stand, als ich hier rumgegangen bin und gefilmt habe. Der hat seine Anlage auch erweitert. Also da, ich erkenne da eigentlich jetzt nicht so viel wieder. Also mir kommt das alles vor, als ob das alles neu ist. Die Burg war schon da, denke ich zumindest. Irgendwo ist auch die grüne Wiese, die ich kritisiert hatte. Das ist immer noch, nach 3 Jahren ist das immer noch Gesprächsthema. Das hat er mir irgendwie sehr übel genommen. Werden wir hier dann die Gartenbahnanlage haben, die jetzt natürlich hier nicht so direkt 2M ist, sondern eher Spur G. So, und hier haben wir schon wieder. Schon wieder mein Nachbarstand mit deinen Englischen. Das hätte ich ruhig mal besser sortieren können. Aber naja, das Video darf auch mal wieder chaotisch sein. Es wird gleich noch chaotischer. Und hier sehen wir dann auch mal das Fahren. Was auch immer das für ein Zug ist, hat er mir bestimmt erklärt. Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt hier so wackelt. Das muss ich ja gewesen sein. Eventuell wollte ich den Anfang wegschneiden, das ist jetzt aber nicht passiert. Auch lustig das Signal hier, was da neben dem Gleis steht. Tja, die schöne alte Rasselbahn. Ist auch gut gefahren, kann man nicht meckern. Ja, hier zwischendurch, das war auf der Heimfahrt, kleines Naturphänomen. Also ich habe noch nie so einen Regenbogen gesehen. Also das musste einfach mal hier rein. Ne? Auch wenn es überhaupt nichts mit der Ausstellung und Modellbahn zu tun hat. Außer dass ich heimgefahren bin an dem Tag. Ja, dann gibt es noch eine Kinderspielecke, wo es ist, also aus dem Tillisch, TT, Bettungsgleis, dann sicher irgendwelche Kreise aufbauen könnten und dann fahren könnten. Dann haben wir von der Ausstellung noch ein paar fahrende Züge, wie hier diese E94 mit was auch immer das da hinten dran hängt. Dann haben wir hier diese Mini-Anlage, die habe ich auch schon mehrfach im Video gehabt, auch auf verschiedenen Ausstellungen. So nach der Devise Platz ist in der kleinsten Hütte, der sich also hier wirklich da Mühe gegeben hat, da Modellbahn doch sehr zu komprimieren. Es ist zwar sehr überladen, aber es ist eben auch, ja, es hat mit diesem Werksanschluss da in der Mitte auch irgendwie einen Sinn noch. Ja, also das haben nicht viele Anlagen, die also so extrem dann zusammengepresst werden, nennen wir es mal so.
Und dann habe ich hier die fahrende Kreuzspinne, also die Windberg-Lok 98001 müsste es sein, die ich also auch habe im Bestand. Und ja, wenn man die schon mal fahren sieht, dann muss man das schon mal ein bisschen länger filmen. Ja, ich bin da mal wieder begeistert von der Anlage. Dann haben wir hier noch eine Straßenbahnanlage, die hatte ich irgendwie bisher übersehen. Auch beim Aufbau habe ich das jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen später gekommen ist oder ob ich da einfach nur blind war. Keine Ahnung. Und dann kommen wir zu dem, was ich also dort getrieben habe. Das habe ich ja auch die letzten Ausstellungen in Meuselwitz dort gefilmt. Ich habe dort wieder gebastelt. Und ja, nachdem ich hier mit dem Begrasen fertig war und nicht mehr weitermachen konnte, weil hier die Wiese noch ein kleines bisschen feucht war, ich hätte dann auf der anderen Seite noch mit langen Fasern ein Feld bauen wollen. Das werde ich dann aber beim nächsten Mal machen. Ich hatte hier zu viel Sorge, dass dann hier lange Fasern hereinfliegen und ich dann hier so einzelne lange Fasern dann hier stehen habe. Das wäre mir dann nicht so sympathisch gewesen. Deshalb habe ich hier noch so ein bisschen Kräuter und kleine Büsche angelegt. So, mit meinem Lieblingsbegrasungswein, Wein, sag ich schon, Leim natürlich. Wein wird getrunken, nicht zum Kleben benutzt. Ja, das sind dann die unterschiedlichsten Materialien hier von Silflor, von das Lila und Gelbes von Heki. Die drei da hinten sind, glaube ich, von Silflor und das jetzt ist von Pollack, was ich da jetzt hier gerade einpflanze. Das sind also schon Matten, die kann man zerschneiden und dann. Hier hat man dann halt so ein paar Kräuter auf der Wiese, ne? Ein paar Pflanzen, die eben kein Gras sind, sondern die richtigen Blätter haben. Tja, hier nochmal ein Blick in den Gang. Auf meinen Stand, die beiden Module müssten ja bekannt sein, die habe ich ja in diversen Videos schon präsentiert. Der Apfelbaum hier vorne, der steht schon ein bisschen länger auf dem Modul. Die beiden oder drei Bäume auf den zwei Modulen weiter hinten, die sind jetzt neu. Auch das, was jetzt hier so an Büschen teilweise drauf rumsteht, manches stand schon, manches ist neu. Das ist die Laderampe vom Steinbruch. Die ist also in meinen Videos auch schon vorgekommen. Und hier haben wir mal so wie so ein Überflug über diese begraste Fläche. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Modul das jetzt ist. Das wird allerdings eins von den neuen gewesen sein. Also ich habe ja jetzt Module dazu bekommen, die ich hier auf der Ausstellung begrast habe. So, und das ist dann hier Überflug Steinbruch Modul. Was noch, sagen wir mal, nach einer etwas älteren Methode, das ist auch hier viel trockener dargestellt. Und dann haben wir hier noch ein paar schöne Fotos. Na, Laderampe. Ich hatte allerdings diese beiden Module hier jetzt so aneinander gestellt, wie sie dann also beim Fremo-Treffen, wenn es denn gut läuft, auch aufgebaut werden. Also erst die Laderampe und dann das Modul mit dem dargestellten Steinbruch dahinter. Das ist das, wo dieser dunkle, etwas dunklere Baum drauf steht. Ich habe das hier mal so zusammengestellt, nicht zusammengeschraubt, deshalb sieht es ein bisschen chaotisch aus, wobei es halbwegs geht, wenn man hier denn die Spalte sieht. Die drei Bäume, dass die dann im zusammengeschraubten Zustand dann hier so ein bisschen zusammenstehen. Dann habe ich auch so ein paar hässliche Kanten an den Modulen, habe ich dann auch so ein bisschen versucht zu kaschieren.
Hier der Steinbruchmodul wieder mit so einer kaschierten Kante. Ja, das ist also bei den Bäumen mitgeliefert worden. Da ist so, wird so ein kleines Stückchen Grasfläche mitgeliefert. Die habe ich zerschnitten und einfach hier drauf geklebt an der Kante. Na, hier auch so ein bisschen, naja, angedeutet, dass da auch so ein bisschen wie Nadelbäume mit dabei sind. Na, dass die also hier auch ausgesamt haben aus dem naheliegenden Wald, der mal noch irgendwann demnächst entstehen wird. Ja, das ist schon ein bisschen älter. Das hatte ich, glaube ich, bei der letzten Ausstellung schon gemacht. Das hier ist ja so wie so eine Abbruchkante, wo also auch mal irgendwas abgebaut wurde. Hintergrund ein Kind, was ja gerade von der Ausstellung begeistert ist. Hier nochmal diese drei Bäumchen, im Hintergrund die Laderampe. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Ja, hier auch die Kante, da musste ich auch ein bisschen retuschieren. Ne? Da habe ich auch ein bisschen was drauf geklebt, gerade hier vorne an der Ecke. Da ich habe leider bei den Modulkanten ein bisschen ein Problem, dass sich da manchmal so die Geländedecke abhebt und dann muss eben dann Leim rein und muss dann eben noch was gemacht werden. Das ist eins von den neuen Modulen. Also ich habe also wie schon vorhin erwähnt zwei Module dazu gekriegt. Da müssen wir auch noch mal sägen, weil da kommen zwei Signalschächte rein in diese beiden Module. Die habe ich allerdings noch nicht. Und ja, müssen wir mal sehen, wie wir das bewerkstelligen. Ja, das ist eins von diesen beiden Modulen, die also jetzt, naja, begrast sind, die restliche Fläche, da soll dann mal noch ein Stück Feld drauf. Ja, und hier sind wir jetzt am Schluss des Videos angekommen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, hoffe, dass ihr so lange durchgehalten habt. Immerhin geht das Video hier über 23 Minuten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht was draus.